Hinterteilen. Nur als statt Sterne Polizeiköpfe. Und hier. Schwerste Frage bei GTA 2, sind wir rechts oder links? Welche Mission nehmen wir an? Nehmen wir die. Who's the man? Hey Jumbo, you should meet Cosmo Trouble Town. He's got a bonkers mad job for you. Wir sollen Cosmo und Wanda Trouble treffen, weil die ja einen sehr kranken, verrückten Job für uns hat. Und wenn nicht wir für die kranken Jobs zuständig sind, wer dann? Komm hier mal. La la la. Hier nehmen wir noch den Flammenwerfer mit. Flammenwerfer ist eine sehr nützliche Waffe. Vor allem, wenn er dann echt mal das SWAT-Team verfolgt, also ab 4 Polizeiköpfe. Weil die sind ja gepanzert, logisch, das ist ja SWAT-Team. Und das heißt, man braucht eine ganze Weile, um es mit einem normalen Maschinengewehr oder sowas kaputt zu machen. Also zu töten. Kaputt macht klingt ein bisschen soft. Töten. Oh, scheiß Polizei. Allerdings, wo war ich jetzt? Ah ja, also mit einer Pistole oder mit einem Maschinengewehr dauert es halt ein Weilchen. Allerdings, mit einem Flamethrower oder Flammenwerfer ist ganz normal eine Attacke. Und dann brennen die und dann sterben die auch schön, ohne dass man auch mal was machen muss. Jetzt fahre ich mal hier rein. Steig kurz aus. Springe hier übers Auto. Mach hier mit. Ich muss mich jetzt auf die Polizei konzentrieren. Da steht halt quasi nur dran, dass ein der Verrückte, der einen Job haben sollte, uns Serienkiller auf den also Berufskiller auf den Hals gehetzt hat, 3 Stück. Und die sollen jetzt schnell töten, bevor die uns töten. Und da ist auch schon der Erste. Den haben wir jetzt schon getötet. Und ich nailed his bitch ass. Ja, das habe ich wohl. Der Nächste. Da war auch schon der Dritte. Und Job complete. Ist schön, die haben uns noch die Polizei vom Hals gehetzt, indem er sie umgebracht hat. Hier sieht man schön. Eine Polizistenleiche, auf der ich jetzt tanze. Tanz auf der Polizeileiche. Nehmen wir uns das Auto hier mit. Und fahren wieder hoch ins Nuni-Gebiet und machen die nächste gelbe Mission. Die war auch, glaube ich, schon die letzte. Ich glaube, es waren 3. Bin mir nicht mehr sicher. Ist eine Weile her, dass ich jetzt mal GTA 2 gespielt habe. Aber dürfte, glaube ich, die letzte sein. Wenn nicht, ist auch egal. Dann machen wir noch 2. Ist ja nicht schlimm. Missionen machen ja Spaß. Hier runter. Da links. Rechts. Ist ja auch egal. Da nochmal rein. Oh, lern doch fahren. Ups. Das war ein Looney. Das war auch ein Looney. Ist eigentlich nicht so gut. Aber wenn wir von den Gangs die umfahren, also töten, ist es natürlich nicht gut. Und dann können die jetzt weniger leiden. Und wir wollen ja, dass sie uns lieben, damit wir die ganze Mission machen können. Dementia to go. Hey Jumbo, it's Ammo here. The cops have a new Dementia, the machine is a car compound and I want it bad. Meet my friend Dodo at the university, he will help. Also wir sollen eine Dementia Limousine, der Name ist geil, klauen von den Polizisten. Und dafür sollen wir hier seinen Freund Dodo treffen. Der wird uns helfen. Deswegen fahren wir hier rein. Steigen aus, reden kurz mit dem. Hello, I'm a special friend. I have arranged for a gun and some bombs to be left behind the Harmon Hotel. I'd like to come, but it's bad night. Okay, also er hat uns Waffen und eine Bombe hinter dem Harmon Hotel hingelegt, bereitgelegt für uns. Er würde ja auch sehr gerne mitkommen und uns helfen, aber leider muss er heute Abend baden. Und jeder weiß, dass man einen Mann nicht beim Baden stört. Vor allem, wenn der halt scheinbar die ganze Nacht badet. Deswegen ist es Zeit, uns mal eine Stunde zu helfen, weil baden, das muss man ja 8 Stunden lang machen. Wenn man einmal in der Badewanne drin ist, muss es ja auch lohnen. Und daraus kann er uns natürlich nicht ein Stündchen helfen. Nee, er badet die ganze Nacht und den ganzen Abend. Es ist wirklich Hammer. Aber nun ja, immerhin hat er uns Waffen und eine Bombe hingelegt, das ist auch gut. Fahren wir jetzt mal schön hier rein. Parken ein bisschen besser. Ungefähr so. Müsste passen. Nehmen wir uns hier die Silence und die Machine Gun mit und Molotov Cocktail. The
the guard outside the cop car compound is too nice to get some weed and meatlands. He is strict to guard thousand pop. Entschuldigung. Also der Polizist, die Wache. Hab kurz was getrunken. Die Wache ist viel zu nett, um zu sterben. Deswegen sollen wir uns eine andere Möglichkeit benutzen. Und die ist ein bisschen strange. Nämlich sollen wir jetzt ein Auto besorgen. Was wir ja eh schon haben. Brennt zwar, aber egal. Brennt die Leidenschaft noch heißer. Ja, wir sollen einen 1000 Dollar geben, dass die Wache ablenkt. Und wenn er schon vor Pop steht und er mit der Wache ins Auto geht. Für 1000 Dollar. Ja, klingt schon, als würde den Polizisten auf ganz besondere Weise ablenken. Hoffentlich hat er Kondome dabei. Will er nicht, dass der nachher AIDS krank wird. Oh, nö. Sagt die Polizei schon wieder, Mann, was geht denn? Oh, ich fahre zu viele Leute tot. Ich fahre einfach zu viele Leute tot. Und immer mit einem brennenden Auto, dass die Polizei mich auch richtig gut verfolgen kann. Okay. Toll. Super. Ich muss in diesem Auto bleiben, das jetzt ganz schön arg brennt. Und wenn wir jetzt noch ein paar Crashs machen, ist es aus. Zum Glück ist es jetzt schon hier. Fuck! Fuck! Scheiße! Das war ein bisschen blöd. Aber kein Problem. You jerk truck. Oh, viel zu langsam, viel zu nervig. Aber ich sehe schon, da unten ist ein geniales Auto in einer genialen Farbe. Nämlich der McCallie Roadster. Mit dem kann man richtig schön rumkurven. Der ist zwar knapp. Fahren wir uns einfach wieder hoch. Die Loonies haben jetzt zwar ein bisschen an... Ja, an Gefallen, an diesem Balken verloren. Oh, muss denn das sein, hey. Mann. Deswegen mögen sie jetzt nicht mehr ganz so sehr wie vorher, aber immer noch so, dass wir die gelbe Mission machen können. Deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal hoch. Verarschen hier ein bisschen die Polizei. Und machen die nächste gelbe Mission. Oder beziehungsweise nicht die nächste, sondern machen die jetzt nochmal. Normalerweise sollte sie... Es ist eigentlich kein Problem, sollte ich jetzt einen Anhieb klappen, aber auf dem zweiten Versuch klappt es auf jeden Fall. Ich würde es auch nur nicht schon wieder so dumm anstellen. Jetzt fahren wir mal hier rein. Und bleiben hier dann auch mal kurz stehen. Bis die Polizei uns nicht mehr jagt. Weil mit Polizei an den Arschbacken ist immer ein bisschen nervig. Ich nehme schon mal die Mission wieder an. Lauf schon mal wieder zu meinem Auto. Steig ein, eigentlich sollte jetzt langsam noch die Polizeijagd aufhören. Oder auch nicht. Ich kann hier schon mal wenden. Ja, wie... Schön. Hört man auf, mich zu jagen, ja? Danke. Kommen wir hier wieder raus. Und machen dasselbe nochmal. Versuchen diesmal nicht mit einem brennenden Auto dahin zu kommen. Versuchen diesmal auch nicht die Polizei auf uns aufmerksam zu machen. Deswegen steige ich jetzt auch hier mal aus, weil da befahre ich weniger Leute und mache weniger Schaden an meinem Auto. Und der kurze Fußweg ist okay. Ja, ja, bla bla bla, Harmon Hotel, bla bla bla, Waffenbombe, bla bla bla. Bath Night. Wir fahren hier wieder runter. Und fahren wieder hinter das Harmon Hotel und holen uns da wieder die Waffen und die Bombe. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber durch sowas könnte man sich rein theoretisch auch Waffen farmen. Allerdings kriegt man da genug Waffen. Man darf nur nicht so oft von der Polizei geschnappt werden oder sterben, weil da ist jedes Mal die ganzen Waffen weg. Puh, das ist auch wieder knapp. Wenn ich die überfahren hätte, hätte ich die Polizei wahrscheinlich wieder gesehen und dann wäre ich wieder von der Polizei gejagt worden. Hätte wieder die scheiß Bullen an der Arschbacke kleben und das ist nicht gut. Gar nicht gut, haben wir ja gerade gemerkt, hat uns viel Ärger bereitet. Weil nur deswegen habe ich so gehetzt und so schnell gefahren und deswegen habe ich die anderen Polizisten überfahren. Aber nun ja, ist kein Problem, jetzt holen wir uns wieder den anderen. Damit den Polizisten abjagen kann. Ablenken kann man natürlich. Bringen ihm schön Kondome mit. Als kleines Geschenk. Und, yep.
wieder zurück zur Wache. Und diesmal aber schön ein bisschen gemütlicher, ohne ihn zu verfahren. Ich dachte, ich rate schon wieder gegen die Polizei. Ah, scheiß Taxi, da ist nicht. Toll, leck mich im Arsch. Okay, steigen wir hier aus, holen uns noch den Molotov-Cocktail. Und wie er da unten auch sagt, stehen wir jetzt hier und warten, bis die Polizei, bis die Wache abgelenkt wurde. Und sie fahren scheinbar auch. Er nimmt den Polizisten scheinbar auf den Schoß oder andersrum, weil die fahren alle auf demselben Sitz. Jetzt müssen wir hier gucken, den mal schön abmulzen. Dann rüsten wir den Molotov-Cocktail aus. Ups. Falscher Knopf. Und werfen ihn mal da hoch, damit die Türsteuerung kaputt geht und wir rausfahren können. Alles kein Problem, alles easy peasy. Die Polizei jagt uns ja noch nicht mal, deswegen. Hat scheinbar noch nicht gemerkt. Jetzt sollen wir die Limousine wieder zurückbringen ins Looney-Gebiet, in die Garage des Chefes quasi. Ins Asylum, wie er so schön sagt. Also ein Sanatorium quasi. Da ist die Kirche übrigens. Die wir ganz am Anfang gesucht haben, die wir auch. Von der wir am Anfang gespawnt sind, sagen wir so. Und die wir auch nach dieser Mission wahrscheinlich noch besuchen werden nochmal und abspeichern. Einfach weil ich den Fortschritt nicht verlieren will. Wenn es abbricht. Ja, ein bisschen langweilige Fahrt hier jetzt gerade. Einfach rumkutschieren muss es sich mal spannen, weil die Polizei nicht mehr jagt. Aber mir ist es eigentlich so lieber, es ist ein bisschen angenehmer, auch wenn es ein bisschen langweiliger ist. Hier entlang fahren und da ist auch schon die Garage, da fahren wir jetzt rein. Und Job complete. So, jetzt haben wir auch alle sämtliche gelben Missionen gemacht, das nächste war die roten, die schwersten. Und mit den Roten müssen wir jetzt noch ungefähr 500.000 zusammenkriegen. Weil wir haben jetzt gerade mal die Hälfte mit unseren 500.000. Brauchen ja 1 Million. Ups. Ich dachte, ich hätte die Waffe ausgerüstet. Ich wollte ihn eigentlich nur ein bisschen abschießen, damit er mal stehen bleibt, damit wir endlich das Auto schnappen können, ey. Jetzt fahren wir gerade den Weg wieder zurück in etwa. Um zur Kirche zu kommen. Kirche zu finden ist immer ein bisschen schwer, wenn man nicht weiß, wo sie ist. Aber von dem Looney-Gebiet ist halt ein Trick, weil ich da ja am Anfang hoch und links gefahren bin. Fahre ich einfach den Weg hier zurück. Also erstmal rechts. Und dann ein bisschen runter, dann sollte sie auch bald auftauchen. Hoffe ich zum. Ach, da ist sie ja schon. Sieh an. Schön, schön. Ich dachte schon, ich hätte jetzt völlig gefailt. Und die Kirche wäre irgendwie ein paar Straßen weiter oder sowas. Aber da ist sie ja wunderbar. Mal schön aussteigen und Halleluja, another soul saved. Damit haben wir abgespeichert und der Fortschritt bleibt sicher. Und ich beende jetzt auch mal erstmal die Aufnahme fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, genauso viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns vielleicht auch das nächste Mal wieder. Tschüss.